Ja, herzlich willkommen beim Modul 1 des MOOC, das Internet in meinem Unterricht aber sicher. Heute geht es um die digitalen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, also Lebenswelten, in denen sich unsere Kinder und Jugendlichen viel aufhalten, viel Zeit verbringen. Und eine der Fragen, die wir Erwachsenen uns oft stellen, ist, warum ist das so? Tja, nicht sehr überraschend. Diese digitalen Lebenswelten helfen den Kindern und Jugendlichen, ihre Grundbedürfnisse, zum Beispiel nach Anerkennung oder nach Beziehung miteinander oder auch nach Stimulation, zum Beispiel im Spiel, zu befriedigen. Also etwas ganz Zentrales und Wichtiges für die Kinder und Jugendlichen, auch in ihrer Entwicklung. Wichtig ist nur, diejenigen, vor allem hier die jüngeren Kinder, zu schützen, die noch nicht so weit sind, die in ihrer Entwicklung noch nicht so weit sind, dass sie diese Inhalte auch begreifen, nutzen oder auch Konsequenzen abschätzen können. Und das heißt auch, dass wir den Kindern entsprechend diesem Reifegrad entsprechende inhaltliche Angebote setzen müssen oder sollten. Nicht immer ist das ganz einfach. Unsere Kinder und Jugendlichen sind eben sehr viel online unterwegs und das hat auch zur Folge, dass sie im Gegensatz zu uns Erwachsenen online und offline als eine Realität ansehen. Während wir hier noch einen Unterschied machen, etwas ist virtuell, sagen wir oft, meinen damit online, etwas ist analog, meinen damit offline. Für die Kinder und Jugendlichen ist das nicht so, für sie ist das eine Einheit, eine Realität. Sie befinden sich zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Und auch da stellen wir uns oft die Frage, warum genau diese sozialen Netzwerke so faszinierend sind. Und auch hier wieder, es geht um die Entwicklung, die Identitätsbildung der Kinder und Jugendlichen. Und dazu trägt bei zum Beispiel die Kommunikation mit anderen, aber auch die Selbstdarstellung, die Ausbildung der eigenen Identität und natürlich, ganz wichtig, Unterhaltung und Information. Welche sozialen Netzwerke von den Kindern und Jugendlichen genutzt werden, das variiert. Das variiert im zeitlichen Verlauf, aber auch in den Regionen. Aber eins ist in unseren drei Ländern ganz ähnlich, nämlich die Bedeutung der Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp. Und auch das große Bedeutung von YouTube und auch das Abkehren von Facebook und dem bedeutender Werden dieser Bildernetzwerke, wie zum Beispiel Instagram, Snapchat. Ein eher neueres Netzwerk, Musical.ly oder Musical.ly, ist regional unterschiedlich verbreitet. Das ist so ein Musiknetzwerk, wo die Kinder kleine Musikvideos playback-artig machen, das beispielsweise nicht in allen Regionen von Deutschland so weit verbreitet ist wie bei uns oft in Österreich. Am besten, Sie fragen bei Ihren Kindern und Jugendlichen nach, was denn gerade so in ist. Das gilt natürlich auch für die Computerspiele, weil auch da gibt es natürlich große Änderungen in der Beliebtheit. Fest steht allerdings, dass Computerspiele immer sehr wichtig sind zur Freizeitgestaltung, zum Lernen, auch um positive Erfolgserlebnisse zu haben. Computerspiele werden oft ein bisschen sozusagen skeptisch betrachtet, einerseits was die Inhalte anbelangt. Hier gibt es die Kennzeichnung als Abhilfe, zum Beispiel USK und PEGI. Aber Achtung, diese Kennzeichnung richtet sich immer nur auf die Inhalte der Spiele, nicht auf die Spielbarkeit. Ein anderer Problembereich wird sehr oft mit Computerspielen verbunden und das ist die Sucht. Und auch hier müssen wir gut hinschauen, denn oft kann es sein, dass dieses exzessive Spielen oder Aufhalten in einem Computerspiel eher ein Symptom für ein anderes Problem dieser Person sein kann. Also hier ganzheitlich auf die Person hinschauen und überlegen, wo man hier ansetzen könnte. Es kann Sucht sein, es muss es aber auch nicht. Ganz generell werden wir oft gefragt, was sind so die Gefahren für Kinder und Jugendliche im Internet?
Die sind natürlich sehr vielfältig und auch werden sie in unterschiedlichen Rollen bei den Kindern zutage treten. Manchmal sind sie Opfer, manchmal sind sie aber auch Täter und Täterinnen. Es wird von ganz einfachen Dingen, wie ich weiß nicht, dass mir Werbung auf die Nerven geht, bis hin zu Verbreitung von Ratschlägen zu selbstgefährdendem Verhalten wie Selbstmord gehen. Also eine ganz große Bandbreite. Wichtig ist also, dass unsere Kinder und Jugendlichen diese Gefahren durchaus auch erkennen können und dann kompetent darauf reagieren. Denn leider werden wir nicht immer als Erwachsene zur richtigen Zeit auch zugegen sein und als Ansprechpersonen akzeptiert sein. Dieser MOOC ist aber eine für Lehrende. Und daher ist es natürlich auch wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich denn diese digitalen Lebenswelten in den Unterricht einbauen. Und hier können wir sagen, wir haben drei Säulen. Wir können es entweder als Inhalt mit einem Lebensweltbezug für die Kinder und Schülerinnen und Schüler ansehen. Wir können es als eine Methode, als ein Tool ansehen oder wir können es zur Unterstützung ansehen. Achtung, erkundigen Sie sich, was bei Ihnen in Ihrer Region, in Ihrem Bundesland es an rechtlichen Gegebenheiten gibt. Denn WhatsApp und Facebook beispielsweise sind nicht überall in Deutschland auch erlaubt, um es in den Unterricht und in die Unterrichtsorganisation aufzunehmen. Erkundigen Sie sich hier und überlegen Sie dann, was am besten zu Ihnen passt und wo Sie auch am besten mit Ihren Schülerinnen und Schülern ansetzen können. Aber warum sollte man nicht im Matheunterricht das leidliche Thema der Kettenbriefe aufnehmen? Wie viele Ketten, wie oft ist der Kettenbrief geteilt, wenn er fünfmal an fünf Personen geschickt werden muss? Was kommt da heraus? Die Kinder werden sehr erstaunt sein. Und warum soll man nicht statt einer PowerPoint-Präsentation auch eine Snapchat-Film akzeptieren oder einen Minecraft-Hintergrund heranziehen können? Probieren Sie es doch aus. Sie werden sehen, was für schöne Ergebnisse Ihre Schülerinnen und Schüler hier produzieren werden. Und letztendlich zur Organisation. Alle haben das Gerät mit. Warum es also nicht zur Terminkoordination, zur Organisation der wichtigen Dinge, was man morgen und so weiter alles in die Schule mitnehmen soll? Die Schülerinnen und Schüler nutzen es ja auch, um die Hausaufgaben von der Tafel abzufotografieren. Ja, probieren Sie es aus, trauen Sie sich ruhig, machen Sie erste Erfahrungen, Sie werden sehen, es wird wohlwollend aufgenommen werden und für beide Seiten eine große Bereicherung sein.